Jetzt eine Fingerspreizübung. Wir schauen, dass wir den Daumen und die Zeigefinger so weit spreizen, wie wir können. Dann reindrücken in die Unterlage, dass es weiß wird. Das kann man auch auf dem Tisch machen. Und dann wieder öffnen, noch weiter auseinanderziehen, vorsichtig. Und auch ein bisschen die Hand runter. Genau. Jetzt ein bisschen ablegen, dann zieht es noch mehr. Genau. Wieder feste reindrücken. Und noch ein bisschen weiter hier den Daumen. Vorsichtig nach außen. Genau. Wieder feste drücken. Und noch weiter auseinander spreizen, aktiv. Und wieder feste drücken. Dann gehen wir zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Dann können alle anderen auch noch so ein bisschen mitmachen, aber hier ist unser Hauptfokus. Auseinanderziehen mit der anderen Hand, spreizen Sie es mal so. Und dann feste reindrücken. Und noch weiter spreizen. Und die andere Hand, die hilft mit, das zu spreizen. Wieder feste anspannen und noch mehr spreizen. Auch ganz tolle Übung, um besondere Stücke zu spielen, wo man die Finger beim Klavier halt spreizen muss. Dann waren ganz neue Sachen möglich durch diese Übung. Je stärker wir anspannen, umso beweglicher wird es nachher. Wichtig mit dem Ganzen bitte nichts Ruckartiges, sondern auf den Körper gut achten, dass er sich wohlfühlt dabei. Ja, Bewegungseinschränkungen, die sind nicht von heute auf morgen gekommen, sondern über die Zeit, brauchen auch eine gewisse Zeit, bis sie wieder weggehen. Und mit dieser Art von Technik geht es erstaunlich schnell, die Bewegung und Kraft zu verbessern und Schmerzen zu lindern oder sogar ganz zu beseitigen. Ringfinger so weit wie es geht. Anspannen, kräftigen. Kann auch mit dem Atem verbinden, beim Anspannen, einatmen in den Brustkorb und ausatmen noch weiter bewegen. Auch aktiv versuchen mit zu bewegen. Also wir versuchen aktiv zu spreizen und passiv zu unterstützen. Wieder feste drücken. Noch ein bisschen weiter. Genau. Muss sein? Ja, darf sein, dass es jetzt wird die Durchblutung angeregt und auch ein Stück weit, wenn wir so anspannen und vom Carpal-Tunnel-Syndrom noch eben das noch nicht ganz geheilt ist, dann wird es auch eher. Genau. Und dann machen wir noch alle, soweit wie es geht, auseinander. Und spannen feste an und tun vom Mittelfinger weg, die Finger weg zur Seite. Und spannen feste an und tun wieder die Finger vom Mittelfinger weg, so weit wie es geht, spreizen. Vom Mittelfinger weg. Und hier vom Mittelfinger weg. Jawohl. Wieder feste anspannen und spreizen. Und nochmal vom Mittelfinger weg. Genau. So. Und dann so, die Hand so drehen und so spreizen. Und halten. Und noch mehr spreizen. Und noch mehr. Genau. So, das ist gut. Es muss hier so weiß werden. Ja, das war die Fingerspreizübung.